Und jetzt fragen Sie sich völlig zu Recht, worüber soll ich mich denn aufregen? So, und da, ich bin ja als Kabarettist, bin ich ja Dienstleister, ne, vor allem. So, und da möchte ich jetzt Ihnen einfach einen Vorschlag machen, worüber man sich zum Beispiel aufregen könnte dann. So, und zwar folgendes, ich lese jetzt einen Zeitungsartikel vor, der ist von Herrn Professor Korte. Herr Professor Korte ist Politikwissenschaftler und ein renommiert, also manchmal ist er im Fernsehen, das heißt ja renommiert, so, und genau, der hat einen Artikel geschrieben und da ging es darum, jetzt gibt es immer mehr Parteien in Deutschland, gibt es denn dann nicht ständig Neuwahlen und so, denn ne, die Koalitionen werden ja immer größer, da werden ja immer mehr Parteien in Regierungskoalitionen gesteckt. So, und da sagt er dann dazu, die politische Stabilität unserer Demokratie ist durch diese Entwicklung nicht gefährdet, denn sie kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Wer mit weiteren Neuwahlen rechnet und sich darauf einstellt, wird auch Routine im Umgang mit raschen Regierungswechseln bekommen. Die Kontinuität bleibt trotzdem gewahrt. Dass neue Regierungsfarben auch immer einen Politikwechsel bedeuten, hat die Regierungsforschung längst widerlegt. Also ein bisschen pointierter formuliert. Er sagt, Demokratie müssen wir uns keine Sorgen machen, weil Wahlen nichts ändern. Ja. Schön, ne? So, und da möchte ich Ihnen jetzt freistellen, ob Sie sich darüber aufregen, über diese Erkenntnis, dass Wahlen nichts ändern, diese vermeintliche Erkenntnis, oder dass ein Politikprofessor sagt, dass das jetzt gut für die Demokratie ist. So, und wenn man dann noch Kapazitäten frei hat, kann man nämlich dann, und das ist das Schöne, wütend für andere sein. Ne? Also die in so einem System da nicht vorkommen. Das ist das Schöne. Ich hatte es ein bisschen anders, ich hatte es ein bisschen griffiger formuliert. Ah ja, Solidarität hatte ich das genannt. Nee, habe ich wieder rausgestrichen, sehe ich gerade. Nee, das klingt so nach Klassenkampf. Ne? Das haben wir ja längst überwunden. Ne? Den Kampf. So, ja, und jetzt muss ich ja dann nicht nur so sozusagen Dienstleister sein, sondern ich muss ja jetzt auch aus dieser Realsatire von diesem Professor eine Satire machen. So, und ja, sie ist so ein bisschen schwarzhumorig geworden, muss ich direkt zum Anfang sagen. Und deswegen jetzt, damit wir alle so ein bisschen reinkommen, möchte ich jetzt das so ein bisschen, möchte ich, dass wir uns langsam da reintasten. Ich habe Werbetexte gemacht für unpopuläre Berufe, ja, also Berufe, die auch gemacht werden müssen. Zum Beispiel Organhändler. So, ja, und jetzt also ein Werbespruch für Organhändler wäre zum Beispiel: Organhändler, wir holen das Beste aus Ihnen raus. Ja. 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 Ah ja, der ist ganz kritisch. Ja, nehmen wir trotzdem. Kidnapper, wir wissen, was Ihnen wichtig ist. Ja, nicht schlecht, also wie Sie da reagieren, das ist gut, dann kann ich direkt lossatieren sozusagen. Bei Satire muss man ja sagen, das Vorbild ist ja Tucholsky. Tucholsky hat mal gesagt, was darf Satire? Alles, hat er geantwortet. Das ist heute natürlich schwieriger mit der Globalisierung. Links, rechts, oben, unten, das ist schwieriger geworden. Und ich sage immer, die Wertschöpfungskette ist kein Blumenkranz, sage ich immer. Muss man differenziert sehen. Und deswegen kann Satire auch nicht mehr tötet Angela Merkel. Entschuldigung. Ich weiß nicht, woher es kam. Es war von mir, aber ich weiß nicht, von welchem Bereich es kam. Es kam nicht aus dem Gehirn. Entschuldigung. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist keine Satire mehr. Das ist ganz unterste Schublade. Ja, das ist nämlich Provokation um ihrer Provokation willen. Ja. Ja, da fanden Sie das lustig. Ich hoffe nicht, dass Sie das lustig fanden. So hinter vorgehaltenem Grundgesetz, Meinungsfreiheit und so. Ich kann mich nur wundern. Über mich selbst. Das war ein freudsches Versprechen. Freudscher Versprecher.
Wobei, so direkt vermissen wird man sie nicht. Ich kann mir das Gespräch schon vorstellen. Du, die Merkel ist tot. Was? Ja, kam gerade in den Nachrichten, ermordet. Aha. Sag mal, haben wir noch genug Milch im Kühlschrank? Es wird einen jetzt nicht unbedingt fertig machen. Nee, aber Vicky, müssen wir überhaupt nicht drüber reden, tötet Angela Merkel. Das ist ja wie in den 70ern. Wer wird sie denn auch umbringen wollen? Merkel polarisiert ja nicht. Da ist ja gar kein Potenzial an Attentätern vorhanden. Schröder, da hätten sich alle die Finger nachgeleckt. Ja, aber Merkel, ist ja schon schlimm genug, nicht zu wissen, wofür man lebt. Aber Merkel müsste man sagen, die wüsste noch nie, wofür sie stirbt. Müsste man schon auf eine tödliche Krankheit hoffen. Aus Sicht der Attentäter jetzt, versteht sich. Ich bin ja Humanist. Mit so einer Art von Denken möchte ich nichts zu tun haben. Ich bin ja der Menschlichkeit verpflichtet. Wobei manchmal ist es menschlicher, eine Person sterben zu lassen, als sie qualvoll am Leben zu halten. Und dass Merkel jetzt Spaß am Leben hat, ist schwer zu vermitteln, sag ich mal. Nee. Ich sehe schon in den Gesichtern die üblichen Zweifel. Ja? Aber das ist doch alles furchtbar undemokratisch. Ja, trotzdem, jetzt vergessen wir mal kurz unsere Skrupel. Nur so als Gedankenspiel. Wenn man die Wähler weglangweilt, muss man eben wieder existenzielle Fragen stellen. Tötet Angela Merkel, das ist doch ein Standpunkt. Der geht gut rein, den versteht jeder. Da kann man auch Kaffeetassen und T-Shirts mit beschriften. Nicht immer dieses langweilige, ich bin unter den und den Umständen für die Ausweitung des ESFS, da schmeiß ich doch keine Steine für oder gegen. ESM, ist mir doch egal. Soll Merkel sterben oder nicht? Das ist doch eine einfache Frage, mit der der Bürger was anfangen kann. Die Menschen waren nie mehr so politisiert, als die Guillotinen noch in Betrieb waren. Ja, verstehen Sie mich nicht falsch? Ich sage diese hässlichen Gedanken ja nur, damit Sie sie nicht denken müssen. Katharsis hat auch ein Grieche erfunden. Ne? Wie die Demokratie. Das gehört zusammen. Ich glaube ja nicht, dass Merkel sich privat für Politik interessiert. Kann ich mir nicht vorstellen. Die sitzt doch da nicht mit ihrem Alibi-Mann auf dem Sofa und führt dann Alibi-Gespräche über Politik. Der Joachim liest dir dann aus der Zeitung vor, BND wusste von Nazi-Anschlägen und Merkel sagt dann, ja, da müssen wir was tun, aber bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum bisherigen Zeitpunkt der Ermittlung... Ach komm, Joachim, heute ist unser freier Tag, lass uns einfach asexuell nebeneinander sitzen und Bier trinken. Und wenn Sie sich nicht persönlich für Politik interessiert, warum sollte irgendwer sich persönlich für Sie interessieren? Wenn jemand Sie jetzt umbringen wollte, das ist ja ein sehr persönliches Verhältnis, das man da miteinander eingehen müsste, zwangsläufig. Der Hass, der muss ja ein privater sein. Hass ist immer privat. Da kann mir keiner sagen, dass er einen persönlichen Hass auf Merkel hat. Einen beruflichen, ja, den lasse ich gelten. Ja. Es gibt ja Berufshasser. Bei jeder Demo in der ersten Reihe, Deutschland verrecke. Aber die hassen die ja nicht, weil sie Merkel ist. Die hassen die, weil sie das System verkörpert. Aber das System kann immer wer anders verkörpern. Wenn Merkel jetzt tot wäre, wer käme denn nach? Wahrscheinlich würde Wolfgang Schäuble die Amtsgeschäfte übernehmen. Oder Philipp Rösler. Die müsste man ja auch umbringen. Ja, allein schon, um dem Verdacht zu entgehen, dass man bei Adoptivkindern und Rollstuhlfahrern eine Ausnahme macht. Das ist auch eine Art Diskriminierung. Aber es wäre nichts gewonnen. Das ist doch spannend. Ein Attentat auf Merkel ist gar nicht so radikal, wie es klingt. Aber der Gedanke daran ist es. Das ist doch spannend. Das Machtinstrument der Herrschenden ist Langeweile und Unverständlichkeit. Deswegen muss das der Beherrschten sein, radikales Denken. Satire ist eine Form davon. Für den Rest sind Sie zuständig. Vielen Dank.